Hallo ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Video. Heute habe ich einen auch wieder sehr, sehr coolen Adventskalender für euch, den wir wieder zusammen auspacken werden. Und zwar, wie ihr schon im Bild wahrscheinlich gesehen habt, ist es der Face und Body Adventskalender von ASOS. Ich fand die ASOS Adventskalender die letzten Jahre sehr, sehr schön. Ich habe die meistens hier nicht gezeigt, weil die meistens in schon so einer häufigen Anzahl hochgeladen waren, dass sich das für mich einfach nicht gelohnt hätte. Meistens habe ich die für Weihnachten dann aufbewahrt und dann auch wirklich erst an Weihnachten oder beziehungsweise vor Weihnachten als Adventskalender genutzt. Heute habe ich für euch wieder einen 12-Tages-Adventskalender. Ich hatte ja schon den von Benefit mit 12 Tagen gezeigt. Aktuell ist nur dieser 12-tägige Adventskalender bei ASOS verfügbar. Ich weiß nicht, ob ASOS auch noch einen 24-Tage-Adventskalender dieses Jahr rausbringt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. In England kann man einen 24-Tages-Adventskalender bestellen. Ich konnte den aber irgendwie nicht nach Deutschland bestellen. Ich habe das probiert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir den auch noch für Deutschland bekommen. Ja, mal schauen. Der 12-tägige Adventskalender hat 38,99 € bei ASOS gekostet. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Ja, wir werden alle 12 Schachteln öffnen. Und ja, bei dem Adventskalender ist es auch wieder so, vom 26. Dezember bis zum 6. Januar wird dieser Adventskalender eigentlich ja, in England dann verwendet. Ihr könnt natürlich den aber auch anders verwenden. Entweder vom 1. bis 12., 12. bis 24. oder alle 2 Tage ein Türchen öffnen. Wie ihr das möchtet, das ist euch ganz selber überlassen. Könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Und ja, ich würde sagen, wir starten. So, die Umverpackung sieht so aus. Die habe ich hier auch schon schön eingerissen, als ich es eben aufgemacht habe. Also so sieht die Umverpackung aus. Hier hinten steht auch noch mal einmal drauf, was alles drin ist. Das habe ich mir natürlich nicht angeschaut. Und dann haben wir einen sehr bunten Adventskalender mit Boxen. Ich weiß, dass letztes Jahr das genauso war, dass das dort eine Korkbox war mit Boxen. Diesmal ist das so eine richtig stabile ja, Acrylbox, kann man das schon fast nennen. Ja, die ist richtig stabil. Also die hat hier auch so einen Eingriff. Also das ist auf jeden Fall eine Box, die man danach als normale Verstaubox verwenden kann. Die man, ich könnte die zum Beispiel super für die Küche gebrauchen. Ja, und hier seht ihr die verschiedenen Boxen. Und ja, hier oben ist die erste Reihe, also 1 bis 4. Und hier unten wird es dann wahrscheinlich weitergehen von 5 bis 12. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal, ja, fangen wir mal an mit Türchen 1. Türchen Nummer 1 habe ich hier in der Hand. Das ist einmal eine lilane Box. Schauen wir mal, was drin sein wird. Ich fand die ASOS, wie gesagt, in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut. Oh, hier ist ein cooles Produkt drin. Und zwar von The Ordinary haben wir einmal ein Natural Moisturizing Serum wahrscheinlich. 30 Milliliter. Ja, Fokus möchte nicht so ganz. Ja, 30 Milliliter. Ich habe eine Sache schon mal von The Ordinary getestet. Das war ein Serum. Das hier sieht mir tatsächlich aus wie eine Creme. Steht nur alles auf Englisch drauf, aber das ist eine Creme. Ja. Formula Hydration, also eine Moisturizing Cream. Ja, finde ich sehr interessant, werde ich auf jeden Fall austesten. Und es gibt übrigens in diesem Video natürlich auch wieder eine kleine Verlosung für euch. Und ja, erstes Produkt finde ich schon mal super. Türchen 2 befindet sich in meiner Hand. Ich wollte eigentlich die alten Boxen dort wieder reintun, aber dann komme ich ganz, ganz schlecht an die anderen Boxen. Deswegen sieht es vielleicht nicht ganz so schön im Hintergrund aus, aber macht nichts. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Wonder Sponge drinne von Spektrum. Preise verlinke ich euch natürlich hier wieder unten, entweder in der Originalgröße dann oder runtergerechnet auf die Milliliteranzahl. Die Marke kenne ich jetzt so nicht. Fühlt sich auch auf jeden Fall härter an wie der normale Beauty Blender, den ich sonst immer benutze. Genau. Aber ich denke, das ist auch wieder ein Produkt, was jeder gebrauchen kann. Türchen 3 befindet sich hier in dieser Box. Ich finde natürlich, dass die Boxen nicht super weihnachtlich sind. Das muss man tatsächlich einfach so sagen. Das war letztes Jahr auch schon der Fall. Aber ja, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber nicht typisch weihnachtlich. Hier haben wir es von Sand and Sky, eine Australian Pink Clay Face Maske. Die sieht
so aus. Die hatte ich schon mal in irgendeiner Box. Ich weiß jetzt gerade nicht in welcher, ob es in der Goodie-Box war. Auf jeden Fall, irgendwo hatten wir die auf jeden Fall schon mal drin. Das heißt, das wird auch das erste Produkt sein, was in die Verlosungsbox wandert. Türchen 4 ist ganz, ganz schmal und auch wieder sehr, sehr bunt. Es könnte eine Maske sein, würde ich jetzt vermuten. Ja, und zwar von Glam Glow haben wir hier einmal die Glow Lace Radiance Boosting Hydration Sheet Mask. Die hatte ich, glaube ich, auch letztens in der Goodie Box Edition mit Glam Glow zusammen. Da war die, glaube ich, auch drin. Ich finde, die sieht ja auch mega, mega cool aus, diese Maske. Also richtig, richtig cool. Die sind ja auch relativ teuer, kosten, glaube ich, auch schon um die 10 €, wenn ich mich nicht irre. Also da sind wir schon auf jeden Fall bei einem guten Wert. Ich bin auf jeden Fall eh sehr gespannt, welchen Wert wir hier beim ASOS erreichen werden. Türchen 5 in meiner Hand, von der Größe genau gleich wie Türchen 4. Und auch hier haben wir nochmal eine Maske drin. Ich liebe immer die ganzen Pflegeprodukte in diesen Kalendern. Hier haben wir von Dr. Jart eine Vital Hydra Solution Maske. Von Dr. Jart hatten wir im letzten Adventskalender auch eine Maske drin. Das weiß ich noch. Single-Use Mask, das ist klar. Das ist eine koreanische, Made in Korea. Korea. Genau, finde ich aber auch sehr interessant und ja, finde ich jetzt zwar ein bisschen schade, dass wir zwei Masken aufeinanderfolgend in Türchen 4 und 5 haben, aber Masken kann man ja eigentlich nie genug haben. Wir sind schon bei der Halbzeit angekommen und zwar bei Türchen 6, was ja im deutschen Kalender Nikolaus ist. Hier entspricht das natürlich dem nicht. Ja, hier wird wahrscheinlich eine kleine Tube drin sein. Ah, nee, das ist auch mir ein bekanntes Produkt. Und zwar ist das von thisworks.com das Deep Sleep Pillow Spray. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Goodiebox, wenn ich mich nicht irre. In der gleichen Größe 10 Milliliter. Das ist, wie gesagt, so ein Spray, was ihr euch dann aufs Kopfkissen machen könnt. Und ja, wo man halt einfacher einschlafen soll. Ich glaube, da ist in der Regel immer Lavendel drin. Also es riecht auf jeden Fall nach Lavendel und nach diesen ätherischen Ölen. Genau. Auch dieses Produkt, da ich das schon einmal habe, wandert in die Verlosungsbox. Türchen 7 ist relativ groß. Wir können das gut erkennen. Ja, das geht. Ist relativ groß und auch schwer. Bin ich gespannt. Oh, cool. Ich liebe sowas. Ich bin echt voll die Beauty-Tante, ne? Von Nip und Fab haben wir hier einmal Glycolic Scrub Fix. Also ein Peeling, 75 Milliliter sind da drin. So sieht das aus. Kurz dran riechen. Ja, riecht wie ein normales Peeling. Das werde ich auf jeden Fall testen. Ich habe von Nip und Fab mal diese Pads probiert. Die mochte ich überhaupt nicht. Die waren auch mal im ASOS Adventskalender, aber ja, bei dem Peeling bin ich mal sehr gespannt. Nummer 8 ist blau und auch wieder ziemlich leicht, aber bei diesen Marken heißt das ja nichts. Hier haben wir von Dr. Pawpaw und auch das Produkt kenne ich leider schon. For Lips, Cheek and Cosmetic Finish haben wir hier so ein, ja, wie nennt man das? Smoothing Balm. Das ist also, kann man für die Lippen nehmen, für die Wangen und auch allgemein für den Teint. Das gab es auch schon ganz, ganz oft. Ob in den Adventskalendern, ob in den Boxen. Also dieses Produkt habe ich ganz, 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 ganz oft schon in meinen Händen gehabt. 25 Milliliter sind da drin. Es ist wahrscheinlich auch, also es ist ja auch ziemlich teuer, aber es ist echt schon überall drinnen gewesen. Also das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Türchen 8. Nummer 9 ist auch wieder sehr, sehr leicht und schmal. Und da haben wir von Make-up Revolution, okay, ich wusste gar nicht, dass ASOS auch Make-up Revolution verkauft, haben wir The Mascara Revolution. Also eigentlich so an sich das erste dekorative Produkt, außer natürlich, wenn man das mitzählt, natürlich. Ja, in der Farbe Schwarz. Mascara kann man immer gebrauchen. Also eigentlich braucht das fast jeder. Ja, finde ich ganz cool, dass hier auch nochmal was Dekoratives drin ist. Und ich kenne die, wie gesagt, noch nicht. Und ich denke, die werde ich dann weitergeben.
Bei 12 Türchen geht es immer so schnell um. Wir sind nämlich schon bei der 10. Und es ist wieder sehr, sehr leicht und sehr, sehr schmal. Oh, das kenne ich jetzt nicht. Und zwar ist das von Frau Florence bei Miels. Ist das ein Tint and Tame Brow Gel? Okay, das finde ich sehr interessant. Also das kenne ich noch nicht. Ah, man muss es aufschrauben. Ah, das wird so ein Augenbrauen-Gel sein, wie zum Beispiel das von Benefit. Die Marke kenne ich noch gar nicht. Das werde ich auf jeden Fall testen und finde ich sehr, sehr interessant. Finde ich super, meine neue Marke auszuprobieren. Da steht auch nicht drauf, wo es herkommt. Hier steht nur Florence bei Miels und dann Tint in Tame Brow Gel und dann das gleiche nochmal auf Französisch. Also hier steht gar nichts drauf. Weder wo es herkommt, also wirklich überhaupt nichts. Ja, finde ich sehr interessant. Kenne ich, wie gesagt, nicht und das finde ich richtig, richtig super. Türchen 11 Zebra Look ist auch sehr, 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 sehr leicht. Das fühlt sich an, als wenn hier so wie beim Sephora so Nagellackentferner-Pads drin sind oder so was. Aber es ist was anderes. Ah, Adele Wimpern. Sind, glaube ich, auch sehr, sehr oft im ASOS Adventskalender drin, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir sogar fast sicher, dass die letztes Mal auch drin waren. Ich möchte mich nicht aus dem Fenster legen, weil wenn man ungefähr an die 50 Adventskalender aufmacht, weiß man nicht mehr alles hundertprozentig. Aber an sich finde ich das auch ganz cool. Ich kann es wieder nicht wirklich gebrauchen. Ist einfach too much bei mir, weil ich schon zu lange Wimpern habe. Ja, aber an sich denke ich, dass das auch viele gebrauchen könnten. Und ja. Kommen wir leider zum letzten Türchen schon. Wie gesagt, 12 Tage gehen immer sehr, sehr langsam. Nee, nicht langsam, sehr, sehr schnell vorbei. Wir öffnen das letzte Türchen gemeinsam und ihr dürft diesmal zuerst schauen, was drin ist. Okay, man kann nichts erkennen. Das sieht aber aus wie ein dekoratives Produkt. Ach, wie cool. Das finde ich cool. Und zwar haben wir hier richtig cool. Von NARS haben wir den Laguna Blush. Das sieht mir aus wie Bronzer. Bronzer. Der sieht so aus. Farbe ist Laguna, aber hier steht nicht, was das sein soll. Das ist, glaube ich, ein Bronzer. Gehe ich jetzt von aus. Von der Farbe her würde mir das aussehen wie ein Bronzer. Ich liebe ja NARS, also ich finde die wirklich toll, weil die auch eine ganz erhabene ja, Verpackung haben, sehr, sehr edel gemacht. Und wir hatten letztes Jahr irgendwo ein Blush von NARS drin. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube nicht, heute habe ich es irgendwie. Ich glaube nicht bei ASOS, aber ich weiß es nicht ganz genau. So, ihr Lieben, 12 Türchen vom ASOS Adventskalender haben wir gemeinsam geöffnet. Und ja, jetzt kommen wir einmal zu meinem Fazit und natürlich noch zu der kleinen Verlosung am Ende. Und da zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt und ja, was ihr dafür machen müsst. Als erstes aber einmal zum Fazit. Wir haben, wie gesagt, 12 Türchen hier natürlich leider nur gehabt. Wir hatten einen kleinen Mix aus Pflege und dekorativer Kosmetik, wobei die Pflege bei ASOS, finde ich, immer, immer überwiegt. Das muss man schon wissen, finde ich, wenn man den ASOS Adventskalender sich kauft, dass der sehr pflegelastig ist. Ich liebe das total. Ich bin ja total die Pflegetante, habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Ich bin halt nicht so dieses typische Schminkmädchen, sage ich mal ganz ehrlich. Ihr werdet hier auch niemals irgendwelche Schminktutorials oder so sehen, weil das kann ich einfach auch nicht. Und das bin ich auch einfach nicht, weil ich einfach ja, dafür nicht bin und ich einfach eher wirklich die Pflegetante bin. Das sage ich auch überall immer, weil das ist einfach so. Ich liebe Scrubs, ich liebe Gesichtsreinigung, ich liebe Serien, ich liebe Ampullen, also ich liebe alles Mögliche, was die Gesichts- und Körperpflegereinigung angeht, liebe ich alles. Von der finde ich den richtig super, den Adventskalender. Klar sind hier so ein paar Marken drin gewesen, die man halt auch schon in Boxen sehr oft hatte. Das wiederholt sich natürlich leider. Und ja, wir hatten hier auch zwei Gesichtsmasken drin, zwar verschiedene Marken. Ja, also es hätte. Ich finde halt einfach, die 24 Türchen sind einfach schöner, um noch ein bisschen mehr Vielfalt zu haben. Ich hoffe, wie gesagt, dass ASOS auch dieses Jahr wieder einen 24-türigen Adventskalender noch rausbringt. Den werde ich dann auf jeden Fall auch holen. Aber ihr habt hier halt auch ein paar dekorative Kosmetikprodukte drin. Ob eine Mascara hier
Oder eben auch dieses von Dr. Pawpaw für die Lippen. Oder auch einfach mal ein paar Wimpern. Und ja, und auch einfach vielleicht nochmal ein paar neue Marken zu testen. Vielleicht auch die Mädels, die noch keine Boxen oder sowas so oft getestet haben. Die kennen vielleicht die Marken auch noch nicht. Also wie gesagt, ob ich den jetzt so super unbedingt weiterempfehlen kann, weiß ich nicht. Was ich aber super finde, und das muss ich hier mal sagen, ist die Umverpackung. Und zwar kann man die wirklich jetzt super weiterverwenden. Also es ist wirklich eine richtige normale Kiste, die ich super für meine Küche verwenden werde, um dort ja, Vorräte reinzumachen. Das finde ich richtig klasse, dass man es halt wiederverwenden kann. Das ist kein Produkt, das, ja, was man jetzt einfach so in den Müll schmeißt. Die Boxen werde ich auch auf jeden Fall... Oh. Jeden Fall weiterverwenden. Ich packe da immer so Goodies immer ganz gerne drin ein. Das finde ich ja sehr positiv, muss ich sagen. Und worüber ich mich sehr, sehr freue, ist dieses Produkt hier, dieses Augenbrauen-Gel. Finde ich sehr, sehr interessant, weil ich die Marke halt noch nicht kenne. Und da freue ich mich sehr, das auszutesten. Ja, ansonsten wollte ich euch jetzt nochmal ganz kurz die drei Produkte zeigen, die ihr in diesem Video gewinnen könnt. Und ja, was ihr dazu machen müsst, ist ja, mir einen Kommentar hinterlassen, wie ihr den Adventskalender findet und ja, ob ihr schon mal einen ASOS Adventskalender hattet. Benutzt auf jeden Fall bitte den Hashtag ASOS, dann weiß ich Bescheid, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Genau, das ist die einzige Bedingung, die es in meinen Videos gibt. Einen Kommentar unten da lassen und dann zeige ich euch mal die drei Produkte, die ihr gewinnen könnt. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, gibt es einmal das Deep Sleep Pillow Spray. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass das einmal in die Verlosungskiste wandert. Dieses gibt es einmal für euch. Als zweites Produkt gibt es von Dr. Pawpaw for Lips, Cheeks and Finish diese Tube hier. Und als drittes Produkt haben wir von Sand & Sky die Pink Clay Mask. Die ist auch, glaube ich, relativ teuer, soweit ich das mitbekommen habe. Also genau, die drei Produkte könnt ihr in diesem Video gewinnen. Wie gesagt, alles andere zur Verlosung, die ganzen Bedingungen stehen sonst auch nochmal unten. Ansonsten würde ich mich abseits von der Verlosung sehr, sehr über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Und auch über ein Abo. Ich werde jetzt demnächst noch ganz, ganz viele Adventskalender auf jeden Fall hochladen. Ich schaffe es nur leider nicht, neben einem Vollzeitjob so viel hochzuladen wie vielleicht andere große YouTuber, die am Tag dafür Zeit haben. Das schaffe ich natürlich leider nicht und versuche, wie die anderen Mädels, die das nebenbei machen, abends schnell drehen, schneiden, hochladen. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann es nicht versprechen, wie lange ich dieses Tempo durchhalten werde. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich sehr, wenn ihr in Tiffys Welt dabei bleibt, mich weiter verfolgt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Adventskalender-Time. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss!